Ja, servus und hallo zum dritten Teil meiner Survival-Testing-Trilogie. Heute möchte ich gern diese uralt-Antik-Konserven zwischen 16 und 17 Jahren abgelaufen verkosten. Ja, diese Konserven stammen aus dem oberen Donaubereich, genauer bei Manching, südliches Donauufer. Und diese Gegend ist ja seit langem ein wichtiges Siedlungsgebiet hier in Bayern. Da gab es schon 300 vor Christus das sogenannte Manchinger Oppidum, eine Keltensiedlung, wo zwischen 7000 und 10.000 Kelten gewohnt haben. Es war ein seinerzeit wichtiges Handelszentrum, gelegen an einer bewährten Nord-Süd-Verbindung, die heute mittlerweile zur sechsspurigen A9 ausgebaut wurde. Und sie hatten über ein Altwasser einen Hafen und damit Verbindung zur Donau hin und konnten somit auch in Ost-West-Richtung reisen und handeln. Neben Handel gab es aber dort auch bereits erste Industrien, eine Eisenindustrie, man hat Eisen gewonnen, Eisen verarbeitet und das führt sich ja heute fort bis zu erfolgreichen Unternehmen in der Metallindustrie, Airbus in Manching oder gegenüberliegend in Ingolstadt die Audi. Ja, und solche Funde tauchen immer wieder auf, denn in so einem Gebiet ist es ja üblich, dass bei Generationenwechsel, bei Eigentümerwechsel, da will man den Renovierungsstau auflösen, man will umbauen, man will vielleicht neu bauen, da wird gestöbert und gegraben und immer wieder stößt man dann auf solche Funde. Allerdings kann man die nicht öffentlich erwerben, das wird nicht gehandelt. Ich habe nachgeschaut in einschlägigen Foren. Es scheint, dass die Leute entweder aus Unkenntnis oder vielleicht, weil sie langwierige Diskussionen mit der Denkmalsbehörde vermeiden wollen, das Zeug verschämt im Restmüll entsorgen. Ja, entsorgen, die wollen die Sorgen los sein, aber eigentlich müsste man sich bei gut erhaltenen Konserven keine Sorgen machen, denn wenn die perfekt abgefüllt wurden, im Autoklaven ordentlich sterilisiert bei 120 Grad, dann sind solche Produkte eigentlich unendlich haltbar, ewig haltbar. Es mag sein, dass die Farbe verliert, dass der Geschmack verliert, aber sie sind auf keinen Fall giftig. Außer die Konserve hätte Beulen, sie wäre angerostet, undicht. Dann ist es natürlich kritisch. Oder der andere Fall, die Konserve zeigt Ausbeulungen an. Das ist ein Hinweis, dass drin aerobe Bakterien existieren, zum Beispiel das Clostridium botulinum. Das erzeugt die Botulinumtoxine, starke Nervengifte. Und ich habe nachdem mal gegoogelt, interessanterweise kommt man von Botulinum auf Botox. Also das ist irgendwie nah verwandt. Also ich würde sagen, wenn Sie so eine Botulinum-Dose erwischen, haben Sie im günstigsten Fall dicke Lippen, dicke Backen, aber meistens geht es nicht gut aus, die sollte man vermeiden. Naja, und diese Konserven habe ich jetzt von einem Freund, von einem Fan, von meinem Tasting-Kanal bekommen und der will natürlich selber anonym bleiben aus den vorher genannten Gründen. Aber diese Dosen wurden gefunden etwa 5 Kilometer südwestlich vom Oppidum in 2 bis 3 Meter Tiefe und es muss ein sehr guter Kellerraum, Lagerraum gewesen sein, denn sehen Sie selber, die Etiketten sind noch 1A erhalten, keine Eintrübung der Farbe, nur hier bei diesen Tomatendosen, bei der hier, da gibt es hier so ein bisschen eine Abnutzung, vielleicht ist der in einem Zug gestanden, Luftzug am Feuchten, aber hier die Gewürzgurken, das Etikett ist erhalten wie neu. Ja, und jetzt bin ich gespannt, jetzt will ich diese mal verkosten, was es da mit dem Geschmack auf sich hat. Und als erstes schauen wir uns die Happy Harvest an, geschälte Tomaten aus San Giorgio, Castel San Giorgio, das ist in der Nähe von Neapel, abgelaufen 2006, also die ist mittlerweile 16 Jahre lang abgelaufen. Ich habe die Dosen vorher schon geöffnet, um Zeit zu sparen. Der Eindruck
ist der optische, er ist nicht mehr, ist ein bisschen blass und das Duftaroma, ich kenne, erinnert eigentlich an Ananas, muss ich sagen, nicht an Tomate, eher an Ananas. Und jetzt schauen wir mal, wie es schmeckt. Ja, es ist eine rote Flüssigkeit, erinnert aber nicht an rote Früchte oder an Tomaten. Es ist eigentlich ein rotes, wässriges. Der Tomatengeschmack, das Tomatige ist eigentlich nicht vorhanden, muss ich sagen. Und schau mal die Konsistenz an. Ja, die zerfallen schon ein bisschen, also die sind nicht mehr sehr stabil. Die Konsistenz hat gelitten. Jetzt probiere ich noch das Fruchtfleisch. Auch hier leider ziemlich geschmacklos. Dann die nächste Probe oder das nächste Muster. Chiaguro, ein bisschen schwierig zum Aussprechen. Die kommen aus Sarno, das ist ebenfalls in der Nähe von Neapel. Ist 2007 abgelaufen, müssen Sie mal glauben. Wenn ich hier reinschaue, die ist deutlich röter. Auch hier das Aroma. Die Tomate ist völlig verschwunden. Ich könnte das nicht sagen, sie ist besser in der Farbe. Aber probieren wir hier gleich das Fruchtfleisch. Sehr wässrig, keine Säure. Vielleicht ganz hinten ein bisschen Tomate. Aber zugegeben, wenn Sie mir das mit blind gegeben hätten, ich hätte nicht sagen können, dass das irgendeine Tomate ist. Ich hätte gesagt, irgendeine Frucht oder irgendein Gemüse, aber nicht Tomate. Auffällig ist auch, dass wir hier Dosen haben, die sind noch verzinkt. Das war früher so. Da hat man einfach verzinkt, um die Korrosion aufzuhalten. Die heutigen Dosen sind mit einem Lack gefüllt und solche Dosen sollte man schnell aufbrauchen oder umfüllen, weil es hier kommt mit Zink und Sauerstoff zu einer unangenehmen Korrosion. Kommen wir jetzt zu den feinwürzigen Gurken, Marke Gartenkrone, die kommen aus Gergweis, aus Osterhofen, aus dem Osten. Die sind vom Aroma her, riechen die eindeutig noch nach Essiggurken und schauen eigentlich noch einigermaßen gut aus. Nehmen wir mal ein Muster raus. Ja, noch ziemlich gute Konsistenz. Ich würde jetzt nicht sagen knackfrisch, aber man hat doch einen Kauwiderstand. Also, und schmeckt eindeutig noch nach Essiggurken. Die Senfkörner kommen raus. Und jetzt fische ich mir da noch so eine Silberzwiebel. Auch die Silberzwiebel schmeckt noch nach Silberzwiebel. Das ist erstaunlich. Hier ist der Geschmack durch die Essigkonservierung noch sehr gut erhalten. Und die sind abgelaufen 2008, also seit rund 14 Jahren. Ja, und zu guter Letzt kommen wir zu Landkost Schattenmorellen von der Firma Klemmes Landkostkonserven in Calden. Das ist in Nordhessen, also hier sind wir im Norden. Eindeutig nach Kirsche. Ja, auch der Geruch. Es sind eindeutig Schattenmorellen und das Aroma ist sehr gut erhalten. Auch die Frucht hat noch einigermaßen Bisskonsistenz. Erstaunlich, wie gut die noch beieinander ist. An der Herkunft übrigens dieser Dosen sieht man, dass heute
in Manchinger Raum immer noch die Nord-Süd-Achse eine Rolle spielt. Wie gesagt, die Tomaten aus Neapel, Kirschen aus Hessen, Nord-Süß und Gartenkrone aus dem Osten bei Osterhofen in Niederbayern. Ja, ich hoffe, ich habe Sie damit angeregt, wenn Sie mal alte Konservendosen haben, bevor Sie es einfach wegschmeißen, probieren Sie es halt mal und schauen Sie, ob da noch ein Geschmack da ist. Also diese hier sind auf alle Fälle meines Erachtens nicht giftig. Wie gesagt, die Tomaten haben nicht mehr viel Geschmack, die werde ich jetzt, glaube ich, schon entsorgen. Aber ich glaube, die beiden, da kann man noch irgendwas draus machen. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen hoch, kommentieren oder abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Und dann sage ich jetzt Servus und für gut, vielleicht bis zum nächsten Mal.